Part 5. Evolent. So, von gestern. Das müssen wir nämlich noch beenden, bevor wir dann die Tage mit Star Ocean anfangen. Auch ein episches, riesiges Rollenspiel mit 5000 Spielstunden. Genau, gestern waren wir im Dorf der Wikinger und müssen 6 Wikinger besiegen im Duell. Oh mein Gott, das geht aber schnell. Ich bin noch gar nicht richtig drin im Game. Genau, das ist irgendwie Candy Crush auf Wish bestellt. Alter. Ich glaube, je mehr Steine man crasht, irgendwann greift man dann an. Weil ich weiß tatsächlich nicht ganz wann. Oh, okay. Wenn man Geld macht, dann kriegt man Geld. Ah, okay. Ah, okay, ich verstehe. Man muss die Schwerter machen. Die Schwerter machen sorgen dafür, dass man angreift. Während Geld tatsächlich echtes Geld einbringt in dem Spiel. Interessant. Wenn der Sound wieder Probleme machen sollte, sag gerne Bescheid. Ich hoffe, das passt jetzt erstmal wieder. Übrigens, Jonas, bist du gerade da? Ich habe den Chat gefixt. Der sollte jetzt wieder funktionieren mit den Emojis. Sound ist gut, danke. Sehr schön. Das ist halt echt ärgerlich, weil ich selber höre da immer keinen Unterschied. Aber hier hört sich der nämlich durchgehend immer richtig an. Ätzend. Bis jetzt mit dem Sound ist alles okay. Okay. Ah, okay, das mit den Emojis funktioniert scheinbar nicht. Oh mein Gott, der macht viel mehr Schaden als ich. Ich muss unbedingt... mehr auf die Schwerter gehen. Ich brauche mehr Schwerter. Boah, der hatte so eine Mauer sich aufgebaut. Wie auch immer das geht. So, er hat noch 12 und wir haben 44. Eigentlich haben wir noch voll viel. Ich kann gar nichts machen, hä? Wo ist denn hier ein Dreier? Hier unten. Wir haben so viel Geld, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld jetzt noch anfangen kann. In dem Game.
kurz mal gucken, ob wir noch einen Shop finden oder so. Nein, nicht Kampf verlassen. Der macht ständig diese Mauer. Ah, warte. Ich kann ihn angreifen. Okay, noch einmal, glaube ich. Ah, der hat die Mauer, also muss ich ihn mehrmals. Schwert benutzen. No. Nein, 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 nein. Wow, jetzt hätte er angreifen können. Oh, hat er auch. Streng genommen hätte er mich gerade töten können. Wenn er den Move gemacht hätte, den ich gerade gemacht habe. Drei Wikinger müssen wir noch besiegen. Angriff, das sieht man unten rechts, da muss man halt eine gewisse Combo machen. Verstehe. Ich müsste jetzt zum Beispiel 6 Rot nehmen. Das war ganz gut. Die Musik ist nice. Ja. Ich finde, das Coole an dem Game ist halt, dass, genau, wie ich letztens schon gesagt habe, dass das Game einfach so alle Spielgenre beinhaltet der letzten 40 Jahre. Danke für Wassermarsch. Oh, okay, wir haben schon besiegt. Die Frage, mit wem wir noch kämpfen müssen. Okay, mit dem hier unten. Oh.
Meckern kann ich auch. So. Zusatz. Ah, das war doof. Das hätte man gerade besser machen können. Hier ist ein Vierer. Bei Vierer kriegt man, glaube ich, immer noch einen Zusatzmove geschenkt. Nein! Oh, ich hab mich verklickt. Okay. Hier ist ein Vierer. Und hier ist ein Vierer. Kann ich noch einen Vierer bauen? Oh, Elementarangriff hat der gerade gemacht. So, mache ich nochmal Schwertangriff. Danke für den Lurk, Nibi. Mikrofon ist leicht zu hoch eingestellt, finde ich. Muss mich immer strecken, damit ich hier was sehe. Alter, ich habe nur noch 3. Wenn er mich jetzt einmal trifft, bin ich tot. Zerstört eine Linie. Warte mal. Verursacht 6 Schaden und teilt 6 pro grünes Juwel. Lol. Okay. Verursacht 10 Schaden, friert einen Zug lang. Zerstört ein Quadrat, verursacht 6 Schaden plus 3 für jedes rote. Ja, okay, das ist ja richtig heftig. Wenn man das hier freigespielt hat, kann man so Zauber-Skills beschwören. Cool, dass wir das jetzt noch gesehen haben. Jo, das letzte jetzt. War aber gerade echt eine knappe Kiste. Oh. Das. Den Angriff natürlich. Wo er 10 Schaden friert, ein Zug lang feindliche Kräfte ein. Warum nicht? So, was Rotes zerstören wäre jetzt gut. Aber kann ich nicht. Ja, der ist auch gleich tot.
Jetzt ist er tot. Nee, doch nicht. Noch ein Leben hatte er. Aber... Zack. Mit den Zauberspells ist es richtig einfach. Wer seid ihr überhaupt? Okay, wir haben 6 von 6. Das heißt, wir haben das Turnier bestanden. Ihr habt tatsächlich all die Krieger besiegt? Im Namen der großen Schildkröte könnt ihr unseren Boss herausfordern. Oh, jetzt müssen wir gegen den Endboss kämpfen. Der Endboss ist ein Schneemann? Keine Seele? Glaubt ihr, das könnte eine Falle sein? Nein, das glaube ich nicht. Wikinger sind zwar etwas ungehobelt, aber Ehrgefühl scheint aber ziemlich ausgeprägt zu sein. Okay, warte. Soweit ich verstehe, wissen sie im Kampf Mut und Tapferkeit unter Beweis stellen, um ewiges Leben zu erlangen. Ich bin echt gespannt, warum dieser König hier ein Schneemann sein soll. Warum würdet ihr das sagen? Überlegt doch mal, Fina. Die Wikinger werden in den Geschichtsbüchern nie erwähnt. Das deutet darauf hin, dass sie den Kontinent nie erreicht haben. Oh mein Gott, sie werden alle untergehen und sterben. Was ist mit ihnen geschehen? Ich habe da eine Theorie. Okay, sie möchte die Relikte finden. Genau, irgendwas hat ja das Kontinent zum Schmelzen gebracht. Ich habe euch nie erzählt, wie ich an mein Buch gelangt bin. Das Buch, das mich meine Eiskraft benutzen lässt. Ja, sie kann ja Eiskräfte. Jedenfalls ist es extrem nützlich. Ich hätte auch gern eins. Es wird das Buch von Boreas genannt. Neben dem Zeitstein und dem Magieschlüssel ist es eins der 3 legendären Magie-Artefakte. Es fiel mir bei meinen Forschungsarbeiten zu dem Magie in den großen Bibliothek von Genua in die Hände. Ich konnte leider davon übersetzen, deshalb kann ich etwas von seiner Kraft verwenden. Okay. Was steckt noch mehr drin? Ah, okay. Das Buch wurde aber weggebracht. Nach seiner Südexpedition während des großen Krieges in die Bibliothek. Sein Bericht ist stimmig. Er muss es im Land der Wikinger gefunden haben. Okay, also das Buch quasi hier. Weil das Buch diesen Ort verlassen hat, wird das Eis schmelzen. Okay, und die Welt würde fast vollständig unter Wasser. Also die Klimaerwärmung einfach. So, er ist eingeschlafen. Es ist der Schneemann. Er schnarcht. Hat mich jemand gerufen? Der Schneemann lebt. Sag nicht, das ist der Schneemann aus Schneemann Olaf aus Eiskönigin. Duell. John Schnee. Oh, das ist aus Game of Thrones. Okay, ich bin gespannt, wie jetzt dieser Kampf werden wird. Oh, warte. Wir können mit ihnen auch Kartenkämpfe machen. Kartenspiel. Holen wir das zuerst ab.
Er hat 30 Leben. Ist das nicht ein bisschen unfair? Geben mir jede Runde Steine, damit ich dann in Zukunft hoffentlich was Cooles spawnen lassen kann. 7. Kriege ich das hin? 5. Ah, leider nicht. Aber mache ich so, dann erhöhe ich den Damage. Oh mein Gott. Der macht nur 2, der macht 5 Schaden. Es wäre schon gut, den jetzt dahin zu packen. Den kann ich auch hier hinpacken. So, da hat er nur noch 11 Leben. Das ist cool. Die muss ich alle wegwerfen. Ich habe keinen Platz mehr auf dem Spielfeld. Und jetzt habe ich gewonnen. Tada! Ich habe schon, glaube ich, echt gute Karten. So, ich habe jetzt 21 Karten von 61. Das heißt, ich habe noch nicht mal die Hälfte aller Matches gemacht. Also es gibt irgendwie noch 40 Kämpfe, die man machen kann. Aber wir gehen jetzt erstmal in diesen Kampf hier rein. Kick Fliegenblitz, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten und Zuschauen. Bisschen schade, dass ihr da diesen Soundbug hattet. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, Mario Party dabei sein zu können. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es kostenlos auf der Switch einfach verfügbar ist. Gibt es gute Kartenspielgames auf der Switch? Oh, das weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Ich habe tatsächlich noch gar kein Kartenspiel auf der Switch gespielt. Wobei doch. Warte. Was eventuell cool ist, ist Yu-Gi-Oh! Master Duel. Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist. Habe ich mir jetzt günstig geholt. Master Duel ist kostenlos. Das ist ein Online-Spiel. Das ist Singleplayer. Das sind Kartenspiele. Und es gibt noch Uno. Uno ist ganz witzig. Ja. So, das sind so die drei Kartenspiele, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Die gegebenenfalls auch jeder von euch so ein bisschen kennt, aus seiner Kindheit oder so. Dieses Yu-Gi-Oh! Singleplayer-Spiel mit Story-Modus, das kostet aktuell 14 Euro.
bei Amazon. Ist vielleicht ganz cool. Ich habe es mir geholt, weil es halt günstig ist. Mal gucken, ob ich es im Urlaub oder so spiele. Vielleicht spiele ich es auch im Stream ein bisschen an. Mal gucken. So. Ich hätte irgendwann mal Lust, das mal mit dir auch zu machen, aber das hat Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis. Ciao. Am nächsten Donnerstag werden wir auf jeden Fall Mario Kart spielen. Da ist jeder von euch herzlich eingeladen mitzumachen. Da kommt nämlich das neue Mario Kart DLC raus. Mit 8 neuen Strecken. 9 Rennfahrern. Ich denke, das wird cool. Schaden, 3 für jede rote. Hey, ich kann einfach. Hier Doppelmove. Jetzt ist er fast tot. Oha, was hat er denn jetzt hier gemacht? So, das sollte passen. Gegner besiegt. Ihr seid wirklich großartige Krieger. Obwohl ihr keine Wikinger seid, habt ihr das Turnier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Hier die Belohnung. Oh, wir haben das Buch gefunden. Das ist genau das Buch, glaube ich. Noch ein Buch? Nee, warte, ein weiteres Buch? Nee, das ist das Artefakt. Wenn es sich tatsächlich um das Buch handelt, das Fräulein Velvet in der kaiserlichen Bibliothek entdeckt hat, muss es eine Version davon in jedem Zeitalter geben. Euer Exemplar ist das aus der Zukunft. Doch tatsächlich sind die beiden ein und dasselbe Buch. So, jetzt müssen wir das Buch entweder verstecken, damit die Pole nicht schmelzen. Wir brauchen das Fragment des Eises. Des Magieschlüssels. Okay, wir müssen das zu Lago zurückbringen. Wenn wir es nicht zu ihm zurückbringen, ändern wir quasi den Lauf der Geschichte. Ich werde weder das Buch in der Bibliothek finden, noch die Magieruinen auf der verfluchten Insel besuchen. Genau, dann werden wir uns nie kennenlernen und dann wäre das ja alles nie passiert. Aber wo ist er? Okay, es ergibt keinen Sinn. Ihr wisst gar nichts, John Schnee. Wo ist dieser Lago? In der Bibliothek, ne? Ich glaube, wir müssen zur Bibliothek. Wir müssen zur Bibliothek, zu einer Stadt, wo sie das Buch findet. Oder ich bin mir nicht sicher, wer Lago ist.
macht ihr, Kuro? Wir müssen Lago das Buch von Boreas geben. Wer ist denn Lago? Oh, hier können wir Sachen kaufen. Angriff. Warte, Angriff minus 4? Das ist doch viel. Das ist doch Scam-Betrug, oder? Damit machen wir weniger Schaden. Plus 4 und plus 2. Warte, jetzt muss ich mal gucken, was wir haben. Ich habe keine Ahnung, was wir haben. Sie schützt eure Füße allerdings nicht vor Blasen. Ich glaube, das ist Scam-Betrug. Wir werden hier nichts kaufen. Aber wer ist Lago? Wer ist dieser Lago? Der muss ja hier in der Stadt sein, weil ich kann hier nicht raus. Ah, warte, Lago ist dieser Typ hier, ne? Super Mario? So, den geben wir jetzt das Buch. Genau, bring das in die kaiserliche Bibliothek. Die ganze Zukunft hängt davon ab. Oh, und wir haben das Fragment dafür bekommen. Nice. Und er entschuldigt sich, dass er nichts Besseres hat. Und das ist genau das, was wir brauchen, lol. Okay. Was für ein Zufall. Wir brauchen nur noch ein Fragment. Wir müssen aber am besten mal komplett zurück und den Typen fragen. Ich könnte mir vorstellen. Gut gemacht, ihr habt das Fragment des Eises. In der Zukunft ist der Stadtkontinent so gut wie verschwunden. Genau, wir sollen zu ihr kommen, wenn wir weitere Infos brauchen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube in der Wüste. Ich glaube in der Wüste fehlt noch. Sorry. Müdigkeit kickt wieder. Was doch gut wäre, ist unsere Figuren zu upgraden zu Stufe 3. Theoretisch könnten wir das jetzt. Eigentlich muss es sogar hier sein. Das letzte Fragment. Oh, wo kann ich anlegen? War hier nicht eine Anlegestelle? Okay, wir reisen einfach durch die Zeit. Hä? Ich weiß, dass in der Vergangenheit da eine Anlegestelle ist. In welcher Zeitzone war die Hexe? War die im 3D?
Ich glaube, die war in der Gegenwart. Nee. Die war in... Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Zeitzone die Hexe war. Die war auf jeden Fall in dem Wald. Hä? Ist sie in der ersten Zeitzone? Warte, hier ist sie, oder? Nee. Oh nein, sie ist in der allerersten Zeitzone, in der Gegenwart. Oder war sie in der Zukunft? Ich versuch's nochmal mit der Vergangenheit. Ich bin auch schon richtig verwirrt, man merkt. Aber hier ist es auch nicht, oder? Ist das die Hexe? Lager der Dämonen. Dann ist sie in der Zukunft. Gern mehr. Fragment der Zeit brauchen wir noch. Im Sturmtal. Im Sturmtal. Sturmtal ist... Ist das das Dorf, oder? Ist das hier Sturmtal? Nee, das Sturmtal ist hier unten. Das hier ist der Sturmtal, oder? Sturmtal, perfekt. So, ganz kurz... trinken. Ich hole mir was zu trinken. Ich bin gleich wieder da. So, wieder da. Okay. Ich weiß halt nicht, in welcher Epoche ich suchen muss. Wir schauen einfach mal. Also hier scheint halt irgendwie gar nichts zu sein. Das ist irgendwie...
glaube ich irgendwie nicht. Hier ist doch ein Eingang, oder? Zumindest in der Zukunft. Wie reisen wir jetzt am besten in die Zukunft? Ah, ich weiß schon wo. Auf der Pirateninsel können wir in die Zeit reisen. Hier ist nämlich auch ein Margalit. Gehen wir in die Gegenwart oder gehen wir schon direkt in die Zukunft? Wir gehen in die Zukunft. Ich will ja auch zu der Hexe eigentlich. Kann ich denn hier auch in die Zukunft? Ich hoffe. Yes. Los geht's. Ich gehe noch mal kurz zur Hexe hoch. War die hier? Das war hier dieses Lager. Der geben wir jetzt diese ganzen Mana-Dinger. Einen Verbündeten wecken. Oh. Oh, ich kann gar nichts mehr machen. Okay, spannend. Dann kann man Stufe 2 anders freischalten. So wie wir es bei der einen gemacht haben, da haben wir ja so ein Monster gefunden. Da gibt es für die anderen beiden wohl auch noch irgendwie ein geheimes Monster oder so, was man beschwören kann. Wovon wir aber aktuell noch nichts wissen. So, wir sind in der 3D-Welt. Wir gucken erstmal, ob wir hier mit der 3D-Welt irgendwas machen können. Am Anfang, als wir hier waren, konnten wir nichts machen. Der den Wind zu fliegen suchte. Ja, gut. Wir haben ja die Flugmaschine. Ich kenne euch. Lange nichts gesehen. Was macht ihr hier? Wir nennen diesen Ort Sturmtal. Es gab jemanden, der versucht hat, den Sturm wieder zu entfachen. Aber er ist dabei gestorben. Okay, den Sturm entfachen. Hä? Da oben ist eine Kiste. Die Frage ist nur, wie man da hochkommt. Hier kommen wir auch nicht rein. Beziehungsweise hier waren wir schon drin, glaube ich. Doch, hier waren wir doch drinne. Ich würde behaupten, wir müssen in der Gegenwart hierher kommen. Wir waren jetzt in der Vergangenheit hier. Boah, ist das ätzend.
Aber es soll auf jeden Fall im Sturmtal sein. Herzlich willkommen, Luni. Wie geht's dir? Nicht so gut. Hast du wieder dein Schub? Gute Besserung, meine Liebe. Mir geht's gut. Ich bin nur irgendwie so fix und fertig. Es ist kalt draußen, es ist nass draußen, es ist dunkel. Ich bin müde. Ich komme nicht so richtig in Fahrt. War gerade ewig im Krankenhaus, das hat heute unglaublich lange gedauert. Kriegst du dann immer so eine Dialyse oder was bekommst du? Oder bekommst du, wie nennt man das? Das, was man immer bekommt. Salz, Kochsalzlösung oder sowas? Ist das eine Kochsalzlösung, die man kriegt? Kannst du so ein Gerät nicht für zu Hause kriegen, privat? Kannst du es direkt selber machen. Zack. Infusion. Genau, Infusion. Blutabnahme. Aber was wollen die denn mit einer Blutabnahme machen? Weil ist ja immer das Gleiche. Checken die dann deine Blutwerte, was genau schief läuft, oder was? Weil es immer was anderes ist. Oh! Schau mal, in der Gegenwart ist der Erfinder hier. Ihr seid immer noch hier? Was? Ruhe und Frieden suchen, jetzt raus? Ich habe wichtige Forschungsarbeiten zu erledigen. Er baut ja die Flugmaschine. Aber... Das kann doch nicht sein. Die Werte ändern sich. Ja. Was soll ich machen? Ich bin überfordert. Ich weiß nicht, wie ich... Ah, hier ist die Höhle. Warte, ich gehe jetzt mal rein. Es muss ja hier irgendwas sein. Was ist denn CAP-Wert? Ah. Die Hüter wurden von der Magie entdeckt. Sie glauben, sie hätten uns geschaffen. Doch sie haben uns lediglich gefunden. Klingt ihr mir, wonach ich fragte? Wonach fragte sie denn? Ich denke mal nach Mana, oder? Ich brauche mehr. Hey, was will sie? Sie will was mit Wind. Oder? Soll ich mal Erz geben? Sie erzählt ja hier nur irgendwas mit Wind, aber woher soll ich das kriegen? Ich sehe, seid ihr hellwach. Doch bringt ihr mir, wonach ich fragte. Wonach hast du denn gefragt? Ich hätte Mana gesagt. Ich brauche mehr. Entzündungswert. Ihr, die ihr nach der geheiligten Kraft des Windes trachtet. Okay, es ist scheinbar wirklich Mana. Aber sie braucht mehr Mana als eins. Aber wo soll ich denn jetzt noch Mana finden? Ich will auch Mana.
Ey, scheiße. Ich weiß jetzt wirklich... Jetzt ist wirklich die Frage, wo ich jetzt mehr Mana herbekomme. Oder... Scheiße. Vor allen Dingen brauche ich auch noch voll viel Omnicrom. Da habe ich auch nur zwei. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herkriege alle. Geiles Game. Junge. Gleich gibt's was auf die Nüsse, Bro. Auf die gehen insolvent. Warum bist du so... Warum bist du so assi, Alter? Was stimmt mit dir nicht? Wie kann ich fliegen mit dem Propeller? Ich brauche so einen Propeller. Irgendwas habe ich vergessen, Chat. Beziehungsweise ich brauche Mana. Oh mein Gott. Ich muss mal in der Zeitepoche da hochgehen. Stimmt, hier war ich noch nicht. Dämonia, vollständig zerstört. Es ist unerträglich. Jonas, nächste Woche Mario Kart. Das DLC. Secret of Mana war geil. Meinst du Secret of Mana, das alte 2D-Spiel? Oder meinst du, das 3D-Remake, was wir mal gespielt haben. Weißt du noch? Wir haben irgendwann mal das 3D-Remake gespielt. Ja, genau. Das war wirklich cool. Und morgen Fortnite. Junge, Alter. Warum soll ich ein 20 Jahre altes Fortnite-Spiel hier spielen? Nur weil es kostenlos ist, oder was? Gen Z ist so furchtbar. Wir sollten die wahrscheinlich in Ruhe lassen. Scheiße. Dann halt nicht. Ja, doch, können wir gerne machen. Jonas. Alle anderen Firmen sollen pleite gehen. Wir wollen alle nur noch Fortnite spielen. Machen wir so. Wir brauchen keine Spiele, oder? Für 80 Euro. Wir können doch kostenlos Fortnite spielen. Noch viel besser, Mann. Fivehead. Ey, weißt du, was ich nicht verstehe? Mach mal... Evoland kann wirklich pleite gehen. Du Hater. Ich hab das doch gefixt. Bin ich doof?
dich das nicht gefixt? Es ging eben. Nee, es ging nicht. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ich habe das eigentlich gefixt. J-Chat. Warte mal ganz kurz, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, woran das liegen könnte. Okay. Ah, ich muss den Chat neu laden. Wo ist der Chat? Hier. Cache der aktuellen Seite aktualisieren. Und jetzt. Okay. Bam. Fixed. Geil, oder? Okay. Okay, okay, okay. Geil. Jetzt kannst du wieder Ain't No Way und so machen. Ain't No Way. Nee, ich habe keine Ahnung, wie der geschrieben wird. Funktioniert das Ding eigentlich bei deinen Plugins? Funktioniert das bei dir auf dem Browser? Richtig? Oder ist es da auch kaputt? In deinem Chat? Ja, klar. Nee, weil die haben das umgestellt. Und bei vielen funktioniert es auch bei dem normalen Browser nicht mehr. Die Plugins. Da müssen die irgendwie neue Plugins runterladen oder so. Ganz strange. Da muss ich neu anmelden, glaube ich. Ah. Okay, okay. Genau, und ich musste das jetzt auch fixen mit dem Chat. Da gibt es irgendwie eine neue Schnittstelle. Das ist es. Ich muss auf den gehen. Oh mein Gott. Der zerstört mich noch. Wer hat Mario Party gewonnen? Ich habe Mario Party gewonnen. Was geht hier nur vor sich? Was geht hier nur vor sich? Was geht da vor sich? Schön. Einfach schön. Aber das ist wahrscheinlich Monster Hunter World, oder? Ja, das ist richtig gut. Das muss Monster Hunter World sein. Herzlich willkommen, meine lieben Raiders. Marcel und Bomber daneben mit diesen Tada-Händen. Das ist so gut. Ich wusste gar nicht, dass man mit so vielen Leuten Monster Hunter spielen einfach kann. Schön. Gleichzeitig. MR Dragon Killer 09 raidet uns mit 15 Zuschauern. Vielen, vielen Dank für den Raid und herzlich willkommen. Coole Emojis. Das war Monster Hunter World. Habe ich leider nie gespielt, deswegen war ich gerade sehr verwirrt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Was habt ihr Schönes gespielt? Wahrscheinlich Monster Hunter? Monster Hunter 3. Ultimate. Oha. Ein OG-Spiel. Die guten alten Zeiten. Apropos die guten alten Zeiten. Das ist ja irgendwie gerade wieder Trend, ne? Das ist ja momentan wieder Trend, überall so die guten alten Zeiten rauszuholen. Und morgen zum Beispiel in Fortnite, ich weiß, viel interessiert Fortnite nicht, wird jetzt wieder die alte Welt freigeschaltet. Das ist irgendwie ein bisschen strange, dass alles wieder aufs Alte hinausläuft.
wollte mal Geist nachmachen, weil ich den gerade in DVD hatte als Killer. Der hatte Angst vor mir. Wie, der hatte Angst vor dir? Der Geist hatte Angst vor dir? Fünf, sieben, das passt. Aber ich krieg nicht so viel. Ich versuche jetzt diesen Move hier. Ich mache einfach so. Wir spielen gerade Hearthstone. Ziemlich gutes Spiel hier. Dieses Spiel beinhaltet sozusagen alle Spiele der letzten 30 Jahre. Wir hatten schon Bomberman gespielt. Wir haben so eine Art Space Invaders gespielt. Wir haben Tekken gespielt. Wir haben auf einmal ein Strategiespiel gehabt, ein Final Fantasy Spiel. Und jetzt haben wir ein Hearthstone Spiel. Ziemlich, ziemlich cool, dieses Game hier. Evolent 1 und Evolent 2. Eins ist relativ fix durchzuspielen, ich glaube nach 3-4 Stunden, und Evolent 2 geht über 20 Stunden. Die alten Maps können schon interessant sein. Gibt den Leuten immer sehr viel Nostalgie. Ja, Nostalgie ist halt der Punkt, ne, momentan. Das ist sehr im Trend, alles Remakes, Nostalgie. Der RP Gary raidet uns mit 2 Zuschauern. Dann bin ich auf ihn gekrochen. Vielen, vielen Dank, Gary. Boss hier, den wir noch besiegen. Ey! Willst du mich verarschen? Alter. Da kam er von hinten an. Das ist Dark Souls 3, oder? Der verfickte dumme Hurensohn. Der hat sich hier getan, oha, dass du so eine was? Der verfickte dumme Hurensohn. Alter Schwede. Vielen lieben Dank für den Raid. Was habt ihr denn Schönes gespielt? Was ist denn hier los? Ihr habt, ich sehe es nicht, gespielt. Resident Evil 2. Das Remake wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen Angst vor Dark Souls. Ich habe Dark Souls Remake auf der Switch mir geholt. Das ist illegal! Das ist illegal. Genau. Jonas findet das illegal. Ja, ist halt schwierig, ne? Neue Sachen verkaufen sich in der heutigen Zeit tatsächlich nicht gut. Also Mario Wonder hatte Glück. Die haben irgendwie alles richtig gemacht. Wobei die Verkaufszahlen von Mario Wonder gar nicht mal so gut sind, Chat. Spider-Man 2 ist weit vor Mario Wonder und Spider-Man 2 ist nichts Neues. Ist ja quasi auch Nostalgie. Ne? Kindheit, Spider-Man. Und das ist halt Spider-Man, wie es ist. Und Hogwarts ist noch erfolgreicher. Neue Sachen sind schwierig abzusetzen. Gerade in der heutigen Zeit, wo es so viele Free-to-Play-Games gibt und so. Keiner möchte die Katze im Sack was Neues kaufen, sondern jeder spielt halt irgendwie so seine Gewohnheit. Was ein bisschen schade ist. Das klingt richtig cool, was da alles in Evolent drinsteckt. Ja, der erste Teil war, fand ich schon cool, weil man dann so diese Spielgeschichte nachspielt und überall gibt's Easter Eggs. Wir sind schon Bomberman begegnet, wir sind sogar Link aus Zelda begegnet und Sora, glaube ich, heißt er, aus Kingdom Hearts. Und wir hatten gerade eben, haben wir gegen Jon Snow gekämpft, aus Game of Thrones. Und wir haben Wikinger aus Blizzard kennengelernt, beim letzten Stream. So, ich muss leider noch mal ein Kartenspiel spielen. Ich habe das nämlich verloren. Man kann sehr viel Zeit in dieses Game reinstecken, weil es auch noch so diese Nebensachen gibt. Also diese Kartenspiele hier zum Beispiel sind optional. Ich will die aber trotzdem machen, so wenn ich sie auf dem Weg schon begegne. Ich will die nicht skippen. Wir haben vorhin Mario Party gespielt. Goddess of Wolf macht Emoji-Regen. Oh, die Emojis sind schön. Diese Katze mit der Musik. Ich beneide immer wieder. Oh, und da sind Dragons. Emojis, erkenne ich doch. Oh, die sind so cool. Also Wiedererkennungsmerkmal auf jeden Fall vorhanden. Oh. Oh, sorry.
Oh, ich hasse Winter. Es ist kalt, es ist dunkel, es ist nass. Und Grippewelle ist am Start. Wir haben 3 Kristalle. Das hier braucht 7, das braucht 5 und das braucht 4. Ist immer ein bisschen schwierig. Allgemein wären DBD-Emotes cool. Ja, aber irgendwie... Versuch mal DBD-Emotes... Also, Emotes sind halt so klein. Versuch da mal irgendwie was Cooles hinzuzaubern. Also, ich finde, diese Emojis sind echt hohe Kunst. Weil die müssen ja auch noch gut aussehen. Und die dürfen nicht zu detailliert sein. Weil dann erkennt man halt einfach nichts. Kommt auch viel darauf an, dass viel Neues einfach sehr unkreativ ist. Und man sich auf das Alte verlassen kann. Ja, aber wie gesagt, auch die neuen Sachen... Was die Leute nicht kennen, kaufen sie nicht, ne? Spiele wie Pokémon, Spiele wie Hogwarts, Spider-Man, große Titel, die man kennt, Marken, kauft man leider. Auch wenn Pokémon, jeder weiß, Pokémon ist scheiße, kauft man. Während man so kleinere Marken, die wirklich viel besser sind, nicht beachtet. Zum Beispiel jetzt am 2. Dezember kommt ein besseres Pokémon raus. Es nennt sich Dragon Quest Monsters. Meine Kindheit auf dem Game Boy. Auf dem Game Boy gab es damals Pokémon Blau-Rot. 150 Pokémon. Du konntest quasi nur fangen und kämpfen. Das war's. Dragon Quest Monsters auf dem Game Boy. Meine Kindheit, du hattest, glaube ich, weit über 200 Monster. Und du konntest jedes Monster mit jedem anderen Monster synthetisieren und rauskam ein komplett neues Monster. Und das war einfach zur damaligen Zeit schon besser als Pokémon Blau und Rot. Und trotzdem gefühlt, ja, hat es niemanden interessiert. Die heulen rum über Pokémon, aber es gibt schon bessere Alternativen. Aber es ist halt nicht Pokémon. Ich gehe mir mal einen Snack holen. Mal gucken, ob ich noch Chips oder Schoki habe. Oh, Schoki hätte ich jetzt auch gern. Er hat 19 Leben und wir haben 14. Er hat einen Bogenschützen, der 4 Schaden macht und so ein Auge, der 3 Schaden macht. Oh, das wird jetzt echt schwer. Wenn ich den 5er wegmache, 3, 4, 5. Wenn ich den 7er wegmache, wie viel kriege ich denn dann? Ich weiß es nicht. Ich könnte 10 Schaden machen. 4, 5, 6, 7. Er macht 7 Schaden. Ja, ich versuche jetzt Full Damage, ihn einfach vorher runterzuklopfen. Vielleicht gelingt es mir irgendwie. Nicht so gut gelungen. Ich habe Schoki mit Keks drin. Und dann noch Schokokekse. Oh, das klingt auch irgendwie sehr lecker. Hier, 5, 6, 7. Okay, er hat jetzt schon genug, um mich zu töten. Oh, gar nicht gut. Mach ich so. Sowas wie Horizon Zero Dawn war mal eine starke neue EP, die gut ankam. Aber sowas passiert halt leider nicht jeden Monat. Nee. Gerade auch, also sowas gelingt, glaube ich, auch teilweise nur Sony und Co.
Also starke Marken können neue starke Marken erschaffen. Aber so gerade auf Indie-Niveau und so, das ist alles... Interessiert leider niemanden. Oh mein Gott. Ich muss kurz überlegen. Soll ich den Vierer, der 3 Schaden macht? Ja. Dann habe ich ihn jetzt besiegt. Zack. Immer wenn man jemanden beim Kartenspielen besiegt, bekommt man eine neue Karte. Und wir haben 22 von 61. Das heißt, es gibt einfach noch 40 weitere versteckte Kämpfe. Dämonen leben länger als Menschen. Ja, was cool ist an diesem Spiel, man kann durch 3 Zeitepochen reisen. Und die Zeitepochen sind halt NES-Grafik, SNES-Grafik und 3D-Grafik. Und das ist halt auch wirklich so. Die NES ist die Vergangenheit, SNES die Gegenwart und 3D ist die Zukunft in diesem Spiel. Und je nachdem, wo man hinreist, könnt ihr neue Sachen im Spiel triggern. Und wir müssen gerade 5 Fragmente sammeln. Wir haben jetzt schon 4. Ein Fragment brauchen wir noch, aber wir sind gerade auf der Suche nach irgendeinen Mana-Stein, den wir brauchen, den dieser eine Geist von uns möchte. Schwierig. Schwierige Situation, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss und was ich überhaupt tun muss. Ich pack den mal hier hoch. So, wir machen ordentlich Schaden. Ich hoffe, der zieht jetzt keine krasse Karte. Ist schon krass. Alter, wir haben eine richtig krasse Karte gezogen. Geil. Die Frage ist... Kriegen wir von dem 3? Nein. Schade. Ich mach's so. Ich gehe auf Vollangriff. Soll er mich auch angreifen? Verliere ich 2... Aber er verliert 6. Oh, jetzt wird's knapp. Oh mein Gott. Jetzt die Frage. Den brechen wir hier durch. Mit dem töten wir den. Dann haben wir immer noch genügend. So machen wir das. 5, 6, 11. Zwölf, das reicht auf jeden Fall nicht. Oh, nein, ich will nicht verlassen. 4. Das ist nur 5. Egal. Mache ich so. Das mit die Zeitzone ist eine coole Idee. Ich mag sowas, wenn man ein Spiel... dann in verschiedenen Zeiten erleben kann. Richtig, und du kannst halt... Also es gibt zum Beispiel eine Eiswelt, die ist halt in der Zukunft fast vollständig weggeschmolzen. Und so musst du mit den Zeitzonen interagieren, um zu gewissen Gebieten zu kommen, die in verschiedenen Zeiten nicht zugänglich sind oder waren. Und andersrum. Dann gab es noch eine große Katastrophe mit einer Atombombe, sage ich jetzt mal. Und darum geht es im Wesentlichen im Spiel, dieses Unglück zu verhindern. Ah, wir haben eh gewonnen. Ja,
Er hat 0. So. Und es gibt immer wieder, wie gesagt, so ein bisschen Easter Eggs. Es gibt immer wieder Easter Eggs in dem Game. Oder Anspielungen auf andere Games. Okay. Ich gehe mal zurück. Verlassen wir diesen Ort, ja. Die Runde lief gut. GG. Bist du eigentlich ein Rollenspiel-Fan oder eher so gar nicht? Ich glaube gar nicht, ne? Du spielst gar nicht so die Rollenspiele. Wobei, Final Fantasy hast du, glaube ich, schon mal gestreamt. Weil zum Beispiel jetzt morgen kommt ein neues Rollenspiel raus. Star Ocean Second R. Oder so heißt das, glaube ich. Das ist ein Remake vom PlayStation 1 Spiel. Das soll sehr, sehr gut sein. Bin mal gespannt. Gibt's auch eine Demo? Gibt's auf jeder Konsole? Man kann mit der Demo auch dann in der Vollversion weiterspielen. Sowas ist natürlich auch immer ganz cool. Wenn es einem gefällt, kann man dann einfach den Spielstand übernehmen. So, das ist die Zukunft. Ich reiß jetzt aber mal in die Vergangenheit. Das ist die Vergangenheit. Ich muss noch mal suchen. Es kann sein, dass ich hier das ein oder andere übersehen habe. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist sogar Mana drin. Ich weiß leider nicht, wie viel Mana wir brauchen. Oder ob wir überhaupt Mana brauchen. Boah, ich müsste überall noch mal gucken, ey. Hier war das übrigens so ein Strategiespiel. Das war sehr witzig. Man ist hier von Checkpoint zu Checkpoint gegangen und hat dann hier so ein rundenbasiertes Strategiespiel gespielt, was sehr cool war. Hä? Okay, kurz war ich verwirrt. Weil die habe ich ja schon alle besiegt. Wofür ich mich jetzt aber interessiere, ist, ob ich hier irgendwo eher weniger. Mir liegt die Action mehr. Final Fantasy habe ich auch nur Crystal Chronicles gespielt. Also rundenbasierte Kampfsysteme ist nicht mein Ding. Ja, das hier ist zum Beispiel, ja, hier ist alles drin. Mir fehlt meist nur die Zeit dafür. Oh, das Problem kenne ich. Ich habe jetzt wieder seit kurzem mit DBD angefangen. Sehr großer Fehler. Sehr großer Fehler. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Halloween-Event noch zu Ende machen. Ich muss mich zusammenreißen, nicht den Battle Pass zu holen. Ich bin nämlich Ende November eh im Urlaub und da kann gar nicht mehr spielen. Ich würde den Battle Pass so oder so nicht vollkriegen. Dann ärgert man sich ja auch. Ja, ich bin gerade an einer Stelle im Spiel, wo ich nicht sicher bin, was ich noch tun muss. Ja, DBD ist schon so ein bisschen... Oh, hier ist noch eine Kiste. Oh, eine Karte. Nicht schlecht. Vielleicht ist die sogar richtig gut. Das Coole ist, die Karten, die man sammelt, die benutzt man dann später auch. Also im Kampf. Wenn man dieses Kartenspiel spielt. Ja, ich denke, hier ist keine Kiste. Was ich auch merkwürdig finde, es gibt so Erze,
womit man halt krasse Waffen schmieden kann. Und da fehlen mir auch noch voll viele. Ich wüsste aber nicht, wo ich die verpasst habe. Weil wir sind schon relativ im Endgame vom Spiel. Ich 15 Stunden Spielzeit schon. Ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Jetzt bin ich auch ein richtiger DVD-Sukti. Eieieiei. Was hat nur Drakon aus dir gemacht? Oder Dragon Killer. Ich weiß gar nicht, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Ich nenne dich, glaube ich, einfach systematisch auch falsch und immer anders. Ja, diese frustrierenden Momente sind, glaube ich, also dadurch macht das Spiel Spaß. Ich glaube, ein Spiel kann nur Spaß machen, wenn es einem auch frustrieren kann. Weil wenn du immer nur belohnt wirst, dann hast du halt nicht dieses Gefühl. Oh, hier ist etwas im Wald. Seht ihr das? Das sieht irgendwie sass aus. Aber irgendwas fehlt mir noch. Irgendwas fehlt mir und ich weiß nicht, was mir fehlt. Ich weiß, dass ich zum Sturmtal soll, aber diese Figur redet in Rätseln. Ich soll ihr irgendetwas geben. Wenn ich ihr diese Mana-Steine gebe, dann sagt sie, es ist nicht genug. Also vermute ich, dass sie mehr Mana-Steine möchte. Die Frage ist, wie kann ich denn ihr mehr Mana-Steine geben? Einfach nur Englisch Dragon. Solange ich weiß, dass ich gemeint bin, ist es mir fast egal. Jetzt dachte ich mir gerade, wenn ich auch im DVD Ingame-Chat schreiben könnte, hätten mein letzter Team und dem Killer, der Geist war, ein paar nette Worte dagelassen. Ja. Ich kann dir sagen, warum der Ingame-Chat nicht da ist. Weil es meistens genau andersrum abläuft. Die Leute beleidigen einen die ganze Zeit nur im Chat. Nette Worte werden da eigentlich nie dagelassen. Das ist halt mal ein bisschen schade. Guck mal, das hier ist jetzt ein Jump'n'Run-Element. Voll cool. So, und hier ist jemand. Wir Hüter wurden von der Magie entdeckt. Von den Magie entdeckt. Sie glaubten, sie hätten uns geschaffen, doch sie haben uns lediglich gefunden. Ihr, die ihr nach der geheiligten Kraft des Windes trachtet. Wie ich sehe, seid ihr hellwach. Doch bringt ihr mir, wonach ich fragte? Ich weiß leider nicht, wonach sie fragte. Entweder habe ich den Text irgendwann mal geskippt oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich brauche mehr. Sie sagt halt, ich brauche mehr, wenn ich ihr diese Mana gebe. Aber ich wüsste nicht. Entweder brauche ich mehr Mana. Oder sie will was anderes. Was ist eigentlich diese Schwerkraft? Ich glaube, ich muss ihr Mana geben, aber es kann nicht sein. Dass ich jetzt random irgendwo auf der Welt noch einen Mana finden muss, den ich scheinbar irgendwo vergessen habe zu looten. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Genau, und hier ist ein Riesenkrater. In der Zeitzone ist hier nämlich eine Atombombe explodiert und da ist eine Stadt gewesen. Alle tot.
Man konnte das erste Mana einsetzen, um die drei Figuren ganz oben rechts zu upgraden. Man sieht unten rechts jetzt, da ist jetzt ein so ein Balken bei zweien. Und bei einem der Begleiter habe ich sie auf Stufe 2 geupgradet. Das ging wiederum nicht mit Mana. Da habe ich eine Kreatur in irgendeinem Dungeon gefunden, die jetzt irgendwie so richtig krasse Scheiße kann. Das hier. Bam, und jetzt macht alles irgendwie so 99.000 Schaden. Das hier übrigens war die Bomberman-Story. Ich weiß, dass es hier noch was zu looten gab, was ich nicht gelootet hatte. Aber ich bin jetzt kein... Ich kann keine Bomben mehr legen. Oder? Ja, ich komme da jetzt gar nicht mehr hin. Das hier ist wirklich wie Bomberman gewesen. Man hat hier so Bomben gelegt und konnte sich dann so durcharbeiten. Das geht jetzt aber nicht mehr. Ich weiß, dass es hier noch Kisten gab, die ich nicht ganz so gut gelootet habe. Aber das kann ja dann nicht sein. Ich weiß halt auch nicht, was sie... Ich soll ihr irgendwas bringen, wonach sie gefragt hat. Vielleicht habe ich das einfach wirklich aus Versehen überlesen. Was sehr blöd ist. Ja, DBD ist sehr toxisch teilweise. Ich überlege, ob ich jetzt irgendwo... Also, ich wüsste jetzt auch gar nicht, nach was ich suchen soll, ne? Ich wüsste jetzt gar nicht, wonach ich im Internet suchen soll. Und ja, es gibt zwei Beschwörungen. Hä? Also es gibt zwei Beschwörungen, die mir noch fehlen. Da am besten hin. Ich könnte noch ins Schloss gehen. Das Ding ist, die Sachen, die man machen musste, die konnte man quasi wie so Open-World-Charakter in einer eigenen Reihenfolge machen. Ich habe irgendwas vergessen. Willst du die Verabschiedung wissen, die ich gerade, die ich geschrieben habe im letzten Stream? Also nicht bei die gerade eben. Ja, erzähl. Also bei einem anderen Streamer oder was? Also irgendwo fehlt mir ein ganzer Dungeon, ja. Ja.
Man. Bis zum nächsten Stream in Supple de Fry, de Erste, ne? Was? Ich verstehe gar nichts mehr. Spielt der hier ein ganz anderes Spiel? Ich check's nicht. Irgendwas hat der Typ hier gemacht, dass das komplette Spiel anders verläuft. Ich musste erst Evil Dead 3 runterladen. Was hat der gemacht? Oh, jetzt habe ich ein Easter Egg gesehen. Egal. Ich würde gerne wissen, was er gemacht hat. Oder wann? Ich glaube, ich muss in die Stadt. Das könnte jetzt ein langweiliger Part sein, weil ich jetzt einfach irgendwie mit jedem nochmal rede. Einfach weil ich nicht weiß. Irgendeiner muss einem nochmal was geben. Genau. Oben rechts fehlen mir noch Items. Das sind irgendwie zwei geheime Bestien, so wie in Final Fantasy. Die man irgendwo noch findet. Die sind, glaube ich, optional. Ich frag mich halt gerade wirklich. Warte mal. Ah. Oh. Ich glaube, ich hab's. Der Typ ist zurück in die Zukunft gereist und hat sich die Flugmaschine wieder genommen. Wir haben irgendwann mal in der Zukunft eine Flugmaschine gebaut. Aber das Spiel ist so komplex. Ich glaube, ich muss einfach rumlaufen und fragen und erkunden. Ich glaube, es läuft halt einfach darauf hinaus, einfach zu schauen. Gucken wir mal. Es macht tatsächlich gar keinen Sinn zu gucken, was die anderen gemacht haben, weil die alles in einer komplett anderen Reihenfolge gespielt haben. Was ich noch spannend finde, hier ist ein Pirat gewesen in der Vergangenheit, der gesagt hat, er hat einen Schatz vergraben. Was ein bisschen problematisch ist, er weiß selber nicht mehr wo. Den haben wir gegebenenfalls auch noch nicht gefunden. Wir holen jetzt auf jeden Fall die Flugmaschine. Mal gucken. Also, ich hoffe, dass ich die holen kann. Die haben wir nämlich bei der Pyramide gelassen. In der Zukunft. Ist halt krass, die Welt gibt es halt in drei Versionen, ne? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dadurch ist das halt viel größer, als man denkt. Aber an sich ist das schon relativ klein. Also man kann durchaus einmal überall hingehen.
Und ich glaube, es ist auch teilweise so ein bisschen Trial and Error, um auszuprobieren. So, hier war das. Da ist die Flugmaschine. Dieses Ding hätte mich um ein Haar umgebracht. Ich meine, unten meinte sie ja auch irgendwas mit Wind. Vielleicht ist das auch die Lösung. Scheint wohl kaputt zu sein. Oh. Oh nee. Okay, keine Ahnung, wie es uns helfen könnte. Das ist nicht die Lösung. Vielleicht doch zur Gegenwart. Auch das Protokoll. Also ich weiß, dass in der Gegenwart ist unten der Typ, also wo ich die Flugmaschine her habe. Ich bin jetzt hier in der Zukunft, die Flugmaschine ist kaputt. Diese Flugmaschine gibt es in der Gegenwart. Beziehungsweise in der Gegenwart wird es erst gebaut. Und zwar hier unten. Das Problem ist, ich muss dem irgendwie den Bauplan geben. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich diesen Bauplan? Wo ist der? In der Bibliothek oder so? Ich gehe jetzt einfach mal hier rum. Genau, in der Gegenwart erfindet er ihn erst, aber ich kann ihn natürlich unterstützen, es schneller zu erfinden und dadurch natürlich auch die ganze Zeitlinie etwas verändern. Aber ich wüsste nicht... Warte, ich muss kurz auf den anderen Monitor schauen. Lass mich passieren, ich trainiere. Danke, dass ihr das Haus gekauft habt. Genau, ich habe hier ein Haus gekauft. Jetzt kann ich in der Vergangenheit, wo das Haus mir noch nicht gehört, trotzdem schon rein, weil ich den Schlüssel habe. Aus der Zukunft. Das ist auch ein kleiner Trick. Da war, glaube ich, eine Kiste oder so. Hier ist Wokdonalds, das ist eine Anspielung an McDonalds. Man sieht es an dem umgedrehten M. Easter Egg. In der Zeitlinie war ich hier schon. Vielleicht gehe ich mal in der Gegenwart hier hin. Vielleicht versuchen wir es mit der Gegenwart nochmal. Also ich habe hier ein Video gesehen, da fliegt der mit der Flugmaschine rum, die ich nicht habe. Das ist total crazy. Und der einzige Tipp, also im roten Portal ist jemand, der uns Tipps gibt. Und der einzige Tipp, der uns da gegeben wird, ist, wir sollen zum Sturmtal. Wobei das eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Hm? Egal. Ich reise jetzt nochmal zur Gegenwart. Ich glaube, wir sind so dicht dran, das Spiel durchzuspielen. Aber nicht 100%, wie gesagt. Es gibt wohl noch zwei Geister. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen noch finden.
der Mine komme ich jetzt aktuell nicht mehr hin. Aber ich habe mir sagen lassen, dass man sich nichts verbauen kann. Also man kommt immer irgendwo wieder zurück, wo es wichtig ist. Das ist die Vergangenheit. Wobei, ich guck mal eben. Das hier sieht auch sehr verdächtig aus. Irgendwie. Meint ihr, ich kann mit den Fähigkeiten irgendwas? Nee. Wobei... Was ist das hier? In der Zeitlinie war ich hier noch nie. Dass hier irgendwas zu bedeuten hat? Ich weiß schon, welche Person die Maschine erfindet. Wir können da gleich nochmal hingehen. Vielleicht erklärt die uns irgendwas. Einen Moment. Wir gehen da gleich nochmal hin. Wir sind hier gerade bei den Piraten in der Zeitlinie. Der uns halt auch sagt, hier ist ein Schatz irgendwo versteckt. Aber vielleicht auch nicht unbedingt hier. Warte, ich rede nochmal mit ihm. Was mein Schatz anbelangt, ich werde den anderen Piraten sagen, dass jener, der ihn findet, der neue Piratenkönig sein wird. Das dürfte gewiss Interesse schüren. Ist das vielleicht so ein bisschen eine Anspielung an One Piece? Dass er einen Schatz versteckt hat? Der, der ihn findet, ist der neue König, Piratenkönig. Vielleicht ist es nur so ein bisschen doofes Geschwätz. So, ich bin jetzt in der Gegenwart. Und in der Gegenwart gehe ich jetzt dahin, wo diese Flugmaschine erfunden wird. Das klingt nach One Piece. Vielleicht ist es mehr ein Easter Egg, ja. Ich denke auch. Macht durchaus Sinn. Weil das Spiel ist wirklich vollgepackt mit Easter Eggs. Und wenn man sich gar nicht so gut mit den ganzen Spielen auskennt, versteht man den einen oder anderen Easter Egg nicht. Stört aber auch nicht im Spielfluss. Ist aber mega cool gemacht. So, das ist die Gegenwart und hier ist der Typ, der die Flugmaschine erfindet. Ihr seid immer noch hier. Glaubt ihr, ich habe Zeit zu verschwenden? Ich bin hier, weil ich Ruhe und Frieden suche. Ich habe wichtige Forschungsarbeiten zu erledigen. Und ich muss ihm irgendwie das Forschungsdokument geben. Das kann ich aber nur in der Zukunft finden. Das kann ich doch nur in der Zukunft finden, wo diese Forschung schon gemacht wurde. Es ergibt doch gar keinen Sinn, in der Vergangenheit oder Gegenwart danach zu suchen, oder? Also ist die Zukunftszeitlinie eigentlich schon richtig? Ich gehe trotzdem mal hier rein. Was ist mit denen los? Wieso springen die? Das ist das Ende der Welt. Habt ihr die Explosion gesehen? Ah ja, in der Gegenwart ist die Explosion passiert. Und hier ist jetzt alles voller Asche. Das war dieser riesige Krater. In der Gegenwart war ich hier in der Stadt tatsächlich noch nicht. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht können wir hier was Neues finden. Vielleicht sollten wir uns nicht direkt auf diese Blaupause fixieren. Die Piraten aus der Bucht greifen uns an. Nee, das waren nicht die Piraten. Ich gehe einfach mal überall hin. Weil so groß ist die Gegend nicht. Man kann durchaus alles erkunden. Es kam aus dem Labor. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht, Dragon. Danke dir, mein Lieber.
Und vielen, vielen Dank für den Raid. Ich hab's letztens übrigens vermasselt. Ich hätte dich raiden können. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass du da warst. Aber ich hatte einmal vor dir ausgemacht. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht und falls wir uns nicht mehr sehen, ein schönes Wochenende morgen. Genau, er verkauft dieses Haus, sobald er die Wogen geglättet hat. Was zum... Okay, hier ist nur ein Stern. Es gibt 11... Es gibt 30 Sterne zum Sammeln. Komm näher. Ich sehe... diese Tage nicht mehr so gut. Oha, das ist der Typ, den wir, mit dem wir in der Vergangenheit gegen die Dämonen gekämpft haben. Irgendwann wird sich die Chance wieder auftun. Danke dir. Okay, Kartenspiel. Gerne. Ich denke mir immer hier für die Zuschauer ist das jetzt wahrscheinlich eher so ein langweiliger Part. Aber kann ich jetzt leider nicht ändern, Chat. Oh mein Gott, hat der starke Karten. Der hat sogar 38 Leben noch. Wahrscheinlich ist das sogar der stärkste Gegner. Oh mein Gott. Gegen den kann ich's nicht. Oder ich habe einfach Pech, dass er gerade so eine richtig starke Karte gezogen hat. Aber ich könnte es schaffen, wenn er nicht noch mehr so krasse Karten hat. So. In der Mitte tankt der Baum. Ah, der hat noch mehr krasse Karten. Tank ich. Schade. Einfach so voll hin. Oh, okay, das ist doof gewesen. Oh mein Gott. Mann, warum hat er so starke Karten? Er macht jetzt 6 Schaden.
Und jetzt darf er keinen Schaden mehr machen. Okay, das könnte passen. Monaco, wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Wie geht's dir, mein Lieber? Ich habe genau noch ein Leben. One Reaction heute nicht mehr. Es sind ja nur noch 30 Minuten, Bro. Den da rein. Oh ja, das ist richtig gut. Wir können morgen reacten, Monaco. Reaction Freitag, oder? Man kennt's. Ey, bitte. Jetzt haut er die Guten raus. Ich lass da aus. Oh, ich hab den gleichen. Oh, richtig gut. Ja, ich werde gewinnen. Außer der ballert mir den unten jetzt weg. Okay, ich werde auch nicht gewinnen. Fünf. Doch, ich werde gewinnen. Ein Auf und Ab der Gefühle. Den... Gerade so geschafft. So knapp. Hier deine verdiente Karte. Ich glaube, das ist eine richtig gute. Kaiser Luther. McDonald's hat zu, schade. Die haben wir schon... Die haben wir schon alle herausgefordert. Sieht man daran, dass die keine Karten mehr haben. Ich glaube, ich muss in die Vergangenheit reisen nochmal. Ich bin mir so unsicher. Seid ihr wegen großen Turniers im Kolosseum hier? Wirklich? Oh! Okay, Kolosseum. Wir sind zurück im Kolosseum-Chat. Willkommen beim großen Kolosseumsturnier. Hey! Applaus! Heute werdet ihr Zeugen eines außergewöhnlichen Kampfes sein. Auf der einen Seite die furchtlosen Prozessgefeiten Piraten aus der Bucht. Auf der anderen Seite ein mächtiger Krieger mit merkwürdigen Kräften. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht, Goddess of Wolves. Super Mario. Möge der Kampf beginnen. Oh mein Gott, wir sind schon wieder in diesem, wie sagt man, Kampfmodus. Opium, wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Das ist Evolent 2.
ein richtig geiles Game. Weil in diesem Game stecken sozusagen alle anderen Games. Wir sind gestern übrigens, bist du akustisch? Was meinst du mit akustisch? Gestern haben wir den Wikinger aus Blizzard kennengelernt. Also von Blizzard, die Spiele. Bro, was meinst du mit akustisch? Um was geht's in diesem Spiel? Um Zeitreisen. Und wir müssen ein Ereignis verhindern, wo eine Atombombe gezündet wurde. Oh. Und wir können durch drei Zeiten reisen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und gerade kämpfen wir im Kolosseum in der Gegenwart. Whatever. Und die Gegenwart ist nicht unsere Gegenwart, sondern auch bei uns schon Vergangenheit. Alter! Alter! Nein, nicht den Zweiten Weltkrieg. Das ist hier schon eine Fantasy-Geschichte. Hat nichts mit unserem Leben zu tun. Ich turniere gerade mit meinen Freunden. Kannst du die grüßen? Die heißen Pia und Xavier. Grüße gehen raus, Pia und Xavier. Übernachten die beiden auch miteinander, beieinander? Oder seid ihr gerade alle zusammen in einem Discord? Oh mein Gott. Alter, ich sterbe einfach. Mach die Rolle. Oh, wenn ich Level abkriege, kriege ich, glaube ich... Alter, ich sterbe. Ein Hit noch und ich bin tot. Level up! Yes! Gucci Tucci, herzlich willkommen. Und dadurch habe ich wieder volle Leben. Gucci Tucci LP? Ist das ein neuer Account? Ich kenne dich doch. Wir haben uns doch schon mal gesehen, oder? Ja? Wieso hast du dir einen neuen Account erstellt? Passwort vergessen, oder was? Ich bin ein Zuschauer von Zoi. Stimmt. Daher kenne ich dich. Ah. Herzlich willkommen. Kein neuer Account. Ich habe dich bei Zoi damals gesehen. Ist ja witzig. Oh mein Gott. Ey, ich kann nichts machen. Die sind zu krass drauf gerade. Kennst du das Spiel? Genau, das Spiel beinhaltet halt alles, sämtliche Spiele. Also das hier ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, Opium. Also das Spiel besteht nicht daraus, die ganze Zeit so zu kämpfen. Ich bin gestorben. Okay, ich versuch's nochmal. Es gab auch Kampfsysteme wie Strategiespiele. Es gab Kampfsysteme, die waren wie Final Fantasy aufgebaut. Das switcht im Spiel immer hin und her und woanders. Kannst mich auch einfach Jason nennen. Alles klar, Jason. Hä, hey, Moment, ich dachte, du bist Alex. Opium war doch Alex. Ich bin verwirrt. Dachte ich immer. Ja, der trollt dich. Stopp, Alex. Siehst du? Natürlich weiß ich, dass du Alex bist. Warte, Gucci, du kennst Opium? Ach ja, stimmt, von Zoi. Macht Sinn. Frotz war Jason. Nee, Frotz war Frotz. Der mit dem lustigen Akzent. Und Opium war Alex. Du hast doch den Keller angezündet. Warum auch immer. In eurer eigenen Mietwohnung. Oder da, wo ihr wohnt. Der Feuerteufel Alex.
Stand das nicht sogar in der Zeitung drin? Alter. Oh, ich kann mich auch einfach heilen, ne? Ich bin aber auch echt dumm. Was ist eigentlich der grüne Drang? Oh mein Gott. Es wird aber auch nichts an Herzen oder so getroppt. Spielst du morgen Fortnite? Oh Mann. Einfach nur, um wieder Fortnite wie vor 20 Jahren zu spielen? Wegen der alten Map? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich nie keinen Bock auf die alte Fortnite-Map. Mal gucken, vielleicht schaue ich doch rein. Spontan. Also wenn, dann wird es eine ganz spontane Sache. Ich habe gehört, es soll auch die alten Waffen geben. Das finde ich natürlich viel spannender. Schön mit der Sniper rein. Würde ich fühlen. Ja, ich weiß, die OG-Map kommt zurück. Es kommen auch die OG-Waffen zurück. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das wäre viel interessanter. Alter, wie viele Wellen kommen noch? Das ist so OP. Oh mein Gott, jetzt kommt Jackie Chan, Alter. Jackie Chan himself. Ich heil mich jetzt. Kommen Ohio-Hybrid-Skins? Was sind denn Ohio-Hybrid-Skins? Alter, kommen hier unendlich Wellen? Ist das einfach nur so ein Minispiel? Von den neuen Skins, die Ohio-Varianten. Aber was heißt denn Ohio? Also einfach nur die alten Skins in neu, in schön. Quasi so in HD remaked. Dann, das macht ja die alten Skins obsolet, oder? In goofy. Okay. Nur die alten Skins in hässlich. Ich dachte genau umgekehrt, die alten Skins sind geil. Also noch geiler. Aber das wäre natürlich, das würde ja alle alten Skins obsolet machen. Die alten Skins sind so cool. Ja, aber wenn man die alten Skins in richtig HD nochmal macht, ist doch viel geiler. Ey Mann, ich glaube, es kommen unendlich Wellen. Michael Myers. Der ist schon drin im Fortnite. Der war vorgestern im Shop. Der ist voll scheiße, der Skin. Weil der so groß ist. Der ist irgendwie 50 cm größer als die anderen Skins. Ja, nicht 50 cm, so 20, 30 cm. Ist total goofy. Oh mein Gott! Wir haben den Boss. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Ist das Goofy? Ist das Goofy? Er tötet mich einfach. Ich raste aus. Who the fuck ist Captain Ababa? Bro, Alter. Irgend so ein Troll. Sag's dir. Mann! Ich hab keinen Bock, jetzt alles nochmal zu machen. Nur wegen Captain Ababa! Hä? Hey, das ist doch total OP, der Captain! Hör auf, Captain, Mann! Ich kann mich nicht mehr heilen, ne?
Scheiße, jetzt muss es klappen. Bruder. Er hat mich getötet, dieser Spaß. Und jetzt sind meine Heiltränke weg. Scheiße, Mann. Ey, man muss das safe schaffen. Da gibt's bestimmt noch eine coole Belohnung. Nicht wundern, warum die hier alle so zittern. Hier ist einfach die Atombombe gerade explodiert, ne? Deswegen ist hier dieser Ascheregen. Und deswegen sind die alle so krank drauf. Oh, die große Bibliothek. Hier war ich in der Zukunft. In der Vergangenheit war ich hier noch nicht. Ich müsste mir Heiltränke kaufen. Ich müsste mir hier Heiltränke kaufen, Chat. Irgendwo. Ich glaube, wenn ich die Bombe verhindere, dann ist das Spiel vorbei. Also ich bin noch dran. Ich bin noch dran. Ja, hier ist Müll. Ich gehe raus. Ja, ohne Heiltränke schaffe ich das nicht. Der Captain Abibaba, der killt mich einfach. So eine Scheiße, ey. Wo kriege ich denn hier einen Shop? Wo ist hier ein Shop, Alter? Meint ihr, hier im Gasthaus ist, kann ich was kaufen? Ah, nein, Mann. Captain Rhabarber. Hier ist McDonald's. Mann, das Einzige, was hier ist, ist halt dieser krasse Kamm. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Was meinst du? Hier ist die Bombe explodiert. Siehst du diesen Krater? Richtig heftig. Ja. Die Frage ist... Welche Seltenheit wird da reinkommen? Wer wird wo reinkommen? Wovon redest du? Ich bin leicht verwirrt. Wer kommt bei wem? Hey, Michael Myers ist doch schon raus. Der war vorgestern drin, Opium. Der war vorgestern im Shop. Du hast ihn verpasst. Du hast ihn verpasst. Oh, ich habe keine Ahnung, welche Seltenheit der hatte. Der war auf jeden Fall kacke, weil der relativ groß ist, der Skin. Also mir war er zu groß, deswegen habe ich ihn mir nicht geholt. Weil ist ja Quatsch, so einen riesigen Skin sich zu holen. Damit spielt man ja nicht. Man will ja nicht irgendwie im Kornfeld dann der sein, den man überall sieht. Weil er so groß ist. Ja, du hast ihn verpasst. Wolltest du ihn kaufen? Hast du dir eigentlich FNAF angeguckt, Alex? War es? Was bedeutet war es? Also, war Arsch? Was bedeutet war Arsch? Gut oder was? Kacke. Ah, Kacke. Weil S kann jetzt irgendwie zwei Sachen bedeuten. Einmal arschig, ne? Arschig im Sinne von scheiße. Oder S im Sinne von geil. Ne?
einen knackigen Arsch findet man ja auch gut. Bro. Ich fand den gut. Der war richtig scheiße. Der war Müll. Jeder, der ihn gut findet, hat keine Ahnung von guten Filmen. Die Story war Müll. Es war nie gruselig. Es war einfach nur S. Ganz ehrlich. Ich fand die Szene nice, wo Puppet die Kinder rettet. Der Film war so schlecht, Mann. Ich habe noch nie sowas Schlechtes gesehen. Voll schade, es gibt so viele bessere Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind, die ihr euch alle nicht angeschaut habt und dann guckt ihr euch so eine Scheiße an. Ich habe FNAF 1 und 2 gespielt. Auch die Spiele waren scheiße. Die waren einfach nur... Also... Gibt auch da Besseres. FNAF ist richtig ass, Alter. Also es gibt definitiv auch bessere Spiele. Als zwischen 5 Standbildern hin und her zu switchen und einer nicht vorhandenen Story, die übrigens von Fanfiction dann überhaupt erst erfunden wurde, die Story, und der Entwickler dann einfach sagt, ja genau, so war's. Der Entwickler hat sich einen Scheiß dabei gedacht. Der Entwickler hat einfach nur gesagt, ja genau. Die Story habt ihr erfunden, Chat. Der Entwickler hatte gar keine Story. Richtig ass. Ja, Creeper ist hier auch von Minecraft. Du hast recht, das war ein Easter Egg. Hast du richtig erkannt. Es gibt hier Easter Eggs in dem Game. Das ist richtig ass, oder? Das hier war vorher auch eine Bomberman-Passage. Man hat hier richtig mit Bomberman gespielt. FNAF gibt's hier, glaube ich, nicht. Ich hatte aber auch schon Zelda, hatte ich. Street Fighter. Also einiges hatte ich schon. Red Dead Redemption kenne ich. Ja. Grüne Pampe. Auch richtig ass, Alter. Wer will schon grüne Pampe? Okay, wir fahren nochmal hoch. Ich gehe gerade nur die Dungeons durch, weil ich sehen will, ob ich irgendwas verpasst habe. Das ist so ätzend. Wie findest du Papa Platte? Ist halt ein richtiger Kevin, ne? In der heutigen Zeit sind das die Alpha. Früher waren das nicht die Alpha. So ändert sich das. Ich feier Maike Myers. Oha, Brudi. Alter. Mann, es kann doch nicht sein. Ich habe das Gefühl, ich verpasse hier schon wieder was. Fortnite klaut Maike Myers aus DBD?
Michael Myers ist keine Erfindung von DBD, ne? Glaubst du wirklich, Michael Myers ist aus DBD? Alter, willst du mich verarschen? Wie soll ich denn das Ding explodieren lassen, ohne drauf zu gehen, Chat? Michael Myers ist aus dem Film Halloween. Bruder. Kennst du Halloween? Ist eine Filmreihe. Horrorfilmreihe. Nie geguckt. Lol. Der kennt das alles gar nicht und darf es noch gar nicht sehen. Ja, gut. Das ist so boring. Ich mache hier diese Scheiße, die habe ich schon mal gemacht. Weißt du, wie alt ich bin? Ja. Du müsstest jetzt 18 sein oder 17 oder so, ne? Oder? Wie, du bist 15, Bruder? Ja, dann kein Wunder, dass du Fortnite und FNAF so feierst, Bruder. Ey, Mann. Sorry. Das habe ich alles schon gemacht hier. Oh, danke dir. Wann gehst du morgen arbeiten? Frühs. Wie wann? Na, früh. Da unten ist auf jeden Fall noch ein Loot, den ich brauche. Ihr habt euch da reingeschmuggelt? Wie, ihr habt euch da reingeschmuggelt? Inwiefern reingeschmuggelt? War voll cool. Was meinst du mit reingeschmuggelt? Ich hasse FNAF. Einfach reingegangen und gelogen, dass wir 16 sind. Wir sind ja beide erst 15. Ja, gut. Scheiß drauf. Interessiert keinen Schwanz. Wo bin ich? Alter, ich habe gerade jemanden überfahren. Oh Mann. Habt ihr gesehen? Da war noch so eine Scheiße. Das kann ich safe wegspringen. Eine Scheißkarte gefunden. Da war eine Kiste. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ja, bei den Gleisen. Die Frage ist, also man kann das nicht anhalten. Vielleicht komme ich von hier unten dahin. Bisschen danach aus, oder?
Natürlich kenne ich Finn. Junge, einfach Creeper. Was ist denn das jetzt hier? Meint ihr, ich muss hier irgendwas in die Luft sprengen? Minecraft und Pokémon. Das wäre auf jeden Fall richtig ass. Ich check's nicht, Mann. Wir müssen nochmal zurück. Oh, scheiße, Alter. Rad überfahren. Da, rechts. Habt ihr gesehen? Ah, hier, Chat, hier. Ich sag's dir. Ich muss hier irgendwo links lang. Spring runter. Man kann keine Klippe runterspringen. Oh, hier ist es, Mann. Ich habe so viel Geld, Mann. Ich muss dahin. Easy. Wir schieben einfach dieses Tier. Das ist nicht Ohio. Alter, ich spreng das jetzt in die Luft, ja? Ich habe ein bisschen Angst, in die Luft, selbst in die Luft zu fliegen. Im normalen Gameplay ist man hier Bomberman gewesen. Da hat man Bomben gelegt und ist weggerannt. Hier bin ich einfach nur richtig nah dran. Da ist es. Komm, Mana. Oricon-Erz. Ist hier gespawnt, Alter? Diese Creeper explodieren, wenn sie einen berühren. Kenn ich irgendwoher. Kommt mir bekannt vor aus einem anderen Spiel. So, wir haben... Bruder, fahr doch nicht zurück. Fahr nicht zurück, stopp. Frage ist, hier war der Endboss. Also, hier war ein Boss. Hier ist nichts mehr. Dann wissen wir auf jeden Fall, hier ist halt wirklich nichts mehr. Ich würde behaupten, im Wald könnte noch was sein. In der Vergangenheit. Entweder müssen wir in die Zukunft.
check's nicht, Mann. Ich check's nicht, Alter. Ich check's nicht. Kaufen wir jetzt bei der erstmal ein bisschen Stuff. Die ist aus Dragon Ball, oder? Die Bibi. Okay, alle sind geweckt. Oh Mann, ich hab die Tränke noch. Ich hab die Tränke noch. Ich bin so ass, Alter. Das heißt, wir können in die Gegenwart nochmal reisen und nochmal dieses Kolosseum machen. Genau, hier ist nichts mehr, das ist auch zerstört. In der Vergangenheit ist hier halt das Dämonendorf. Ich könnte hier in die Stadt nochmal gehen. Müsste ich aber schauen. Das ist jetzt die gleiche Stadt, wo wir eben waren, nur in der Zukunft. Hier ist es gar nicht mehr. Wir brauchen ein Wohlhabend. Wir müssen wohlhabend sein, um da mal beitreten zu können im Händlerrat. Alter, 40. Hoffen wir mal, dass der jetzt nicht krasse Karten droppt. Null? Das macht gar keinen Sinn.
Okay, das sind nur Blocker. Den würde ich gerne. Den baller ich hier unten. Ich habe das Gefühl, der wird gleich was richtig Heftiges droppen, ey. Das ist der Drop. Nichts machen, außer zugucken. Meine Karten-Stacks sind voll. Was ziemlich blöd ist. Warten wir einfach mal. Nächste Runde ist Real Game Over dann für ihn. Jetzt 27 von 61. Hey, das ist doch cool. Hier sind übrigens, habt ihr gesehen, von Super Mario die Piranha-Pflanzen. Mega nice. 4. Okay, so. Oh Mann, volle Blockade. Jetzt muss ich da was unten tun. Woogie, moin. Ah,
Alter, was macht der? Das ist ja mal heftig. 5 Leben. Hau ich den rein? So, 14. Hast du Ferien, Wugi, oder was hast du? Du hast deinen Namen in Roblox geändert, warum das denn? Ja. Wie lange hast du Ferien? Die Woche noch nur, ne? Hier die verdiente Karte. 28. Ja, das habe ich alles schon gemacht mit dem hier. Vielleicht ist hier aber der ein oder andere noch, der mit mir kämpfen will. Du wolltest seit 2 Jahren deinen Namen ändern, dann ist ja, wurde echt mal Zeit, ne? Krass, dass du dann, na, dass du 2 Jahre jetzt gewartet hast. Ja, und deine Woche ist ja dann morgen schon vorbei, Mann, ey. Ferien vergehen so schnell, ne? Ich hoffe, du musstest kein Gedicht oder so lernen und hast es nicht getan. Wenn, dann solltest du heute sofort anfangen. Nein? Ohne Witz, ich war jetzt überall. Wir müssen morgen weitersuchen. Es ist jetzt 0 Uhr. Er hat gespeichert. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle aus. Ich muss jetzt schlafen, morgen zur Arbeit. Dann Freitag. Wir können versuchen, morgen das Spiel durchzuspielen. Wir brauchen nur noch das letzte Fragment, glaube ich. In dem Sinne, ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao, meine Lieben.